Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Time Report hier. Letzte Folge ist hier ein schwerwiegendes Verbrechen geschehen, und zwar wollt ihr irgendwie die Tiere von der guten Emily klauen, die Pferde und Ding wollten sie töten und alles mögliche, und das nächste sollte Pinky drin glauben. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig, um Pinky zu retten. Huss und Tuss, ich hab's gesagt. Diese beiden Schwerverbrecher, ich habe es von vornherein gesagt. Huss und Tuss schon wieder. Es gibt hier keinen, der solche Verbrechen begeht, nur Huss und Tuss. Es ist sogar nur eine Nebenquest. Alter, wie fett der ist, hat der ein Bauchnabelpiercing? Ja, ich habe Angst um meine Pinky. Verstanden? Und was glaubt ihr, was jetzt weiter macht? Oh nein. Remington, der eine fällt gleich hin. Oh nein. Warum seid ihr beide immer schuld? Na los, ab in die Zelle mit euch. Ich hoffe, Remington fängt sie an. Okay, voll viel Freundschaft mit Remington läuft und 500 Gold für einen lustigen Kriminalfall. So. Dann können wir mal kurz in unseren Missionspanel den Handelsauftrag von May her tun, weil den bringe ich jetzt natürlich das erste noch weg. Weil ich irgendwie Qualität einen Auftrag geben muss. So. Mein Hirn sollte jetzt langsam auch ein bisschen vorbereiteter sein. So. Keine Rohstoffe mehr. Gestärktes Glas und dann also. Warte mal, dann ist wahrscheinlich das gestärkte Glas fertig, ja. Gut, dass ich nachgeschaut habe, mitgedacht habe und festgestellt habe, wir brauchen mal wieder. Was brauchen wir denn mal wieder? Bleibahn. Da haben wir nur 106 hier. Rüste auf 150. Ja, hier Qualileder. Wow. 2. Ich brauche noch ein paar. Sad Story. Ganzen Kack, den ich mir rum. Ich muss halt jetzt meine Motoren wiederfinden. Okay, ich habe meine Motoren noch. Sehr gut, aber hier die zwei Sachen kannst du auch bitte mal aufräumen. Ja, ich habe da keinen Platz mehr für Zement. Zement ist ein wichtiges Bestandteil. Das werden wir noch öfter brauchen. So, 3 Wandlampen. Da einfach. 1, 2, 3. 3 reichen. Machen nicht noch extra eine für den Arzt. Ja. Dann mal. May ist da unten, aber dann können wir auch gleich Woover besuchen. Remington rennt hier rum. Ja, bis ich da mit Marley. Nee, das wird das Abenteuer von Marley sein. May ist da hinten, genau. Ich muss ja eh noch diesen scheiß Bewässerungsturm für Siva kaufen. Ja, der wird halt so viel bringen. Also ihr werdet da gleich Freundschaftsexplosionen sehen in Dava-Höhe. So, jetzt ist der Kirchenladen da. Da ist Snorra mal aufgestanden und hat einen Laden aufgestellt. So. Kirchenladen. Ich bräuchte bitte einen Bewässerungsturm. Ja. Einen. So. Man kriegt angeblich von der Kirche auch ein Achievement, wenn man da irgendwie 100-mal irgendwelche Discs ausgegeben hat. Gut, dass wir Pinky retten konnten. Okay, irgendwie ist May in der Wüste, aber da müssen wir eh hin, wenn wir zu Siva wollen. Deswegen ist mir das eigentlich gerade egal. Ja, dann rennen wir mal nach da unten. Aber ich müsste halt heute echt noch Häschen abschlachten, weil ich halt echt viel feines Fell bräuchte. Ah, das kriegt man halt da auch so selten einfach nur. Okay, da ist May. Rennt hier gerade hoch. Ist wahrscheinlich wieder auf der Suche nach irgendeiner Story. So. Hallo, May. May, darf ich mit dir reden? Hallo. Hallo. Interagieren. Handelsauftrag. Danke, dass wir ein bisschen nutzen. So, ganz viel Kohle bekommen. Und ein bisschen Freundschaft, aber ja, May ist ja erst aufgestiegen, also. Alles in Ordnung. So, der Alu kommt hier, rennt hier auch rum. Keine Ahnung, was er hier macht. Bisschen die Gegend erforschen wahrscheinlich, ich weiß es nicht. So, da unten sind so 2 Punkte, weil zu Yeye müssen wir heute auch noch. Die kriegt ja heute auch noch ihren Kürbisgarnelen-Eintopf.
Aber diese Verbrecher da, das war mir schon fast klar, dass es die zwei sind. Weil einfach die hinter jeder Scheiße stecken, die hier passiert. Wenn hier was Schlechtes passiert, stecken immer Huss und Tuss dahinter. Vor allem, wenn man schon sieht, dass es nicht so klappt. Bewässerungsturm für den Siva. Ah, da hast du meinen Geburtstag. Das war doch gerade so das Geräusch, als wenn hier jemand aufsteigen würde. Da ist auch gleich der Kuba. Kuba? Ich habe was für dich. Für dich habe ich nämlich eine klassische Angelrute. Aber der Siva ist doch 100% hochgestiegen, oder? Da war doch gerade das Geräusch, als wenn der hochgestiegen wäre. Und vielleicht sind einfach so viele hochgestiegen, dass wir das nicht mitgekriegt haben. Oder? Ich weiß es nicht. Der war vorher, glaube ich, schon bekannt. Also ich glaube nicht, dass er hochgestiegen ist. Dann einmal kurz zur guten Jeje. Weil ich glaube, der Siva ist gestern schon mit hochgestiegen. Also kann es schon sein, dass er jetzt nicht hochgestiegen ist. Bei 75 Punkten nur. Weil da war es halt einfach der höchste mit 90. Der ist halt einfach so, der toppt halt alles. So, einmal zu Yeye. Erstmal Hallo sagen. So, dann für die gute Yeye eine Kürbisgarnelensuppe. Ey, die müsste auch bald hochsteigen. Ganz ehrlich, wenn diese ganzen Wuva-Heinis da hochsteigen, dann steigt die alte doch auch bald hoch. Also ganz ehrlich. Also, dass Dana nicht hochsteigt, okay. Ah, Yeye, komm, der fehlt hier noch so ein Millimeter. Morgen steigt die hoch. Oder wenn jetzt einer von den anderen hochsteigt, was ich nicht glaube. Also, es fehlt jetzt nur noch Liova und Wuva. Das heißt, wir fahren jetzt halt zu Liova und auf dem Weg da hoch sind ja dann ein paar Häschen. Die nehmen wir mit und dann gehen wir zu Liova auf die Bernsteininsel. Aber ich glaube nicht, dass einer von den beiden noch hochsteigt, weil. Also ein Reifen vom Wuva bringt halt dann auch nur 30 Punkte. Also das ist halt dann nicht mehr so spektakulär. Aber 75 Freundschaft, das muss man halt mitnehmen. Ganz ehrlich, auch wenn das 10 Disc kostet, die uns eh hinterhergeschmissen werden, kann man das schon mal machen. Okay, Feind. Kämpft der Aal oder etwa? Nee. Irgendwer, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie war ich da mal. Und dann hat da immer jemand gekämpft irgendwie und hat die immer angegriffen und ich habe immer die Materialien gekriegt. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendwie ist da einer immer festgebackt sozusagen. So, einmal hier hin. Was ist das für ein Auftrag? Weiß ich es gerade gar nicht. Einmal nach da. Wahrscheinlich die Mali gleich ein paar Motoren mitgeben. Ich habe halt nicht mal das Nova-Schwert, weil ich nicht in diese Dinge reingegangen bin. Ich fühle mich ein bisschen schuldig, weil ich das Nova-Schwert nicht habe. Ich fühle mich sehr schuldig. Weil eigentlich hätte ich jetzt halt in der ganzen Zeit in dieses Dungeon gekonnt, aber ich dachte mir immer, nee, ich sterbe da nur. Wo ist denn der? Ist der irgendwo ein Wuva oder so? Nee, hä? Warum ist der da nicht? Alter, ich mache hier kein großes Familiensuch. Das ist auf jeden Fall der andere. Ist der vielleicht gerade auf dem Weg nach hier unten? Ja, das ist Mali. Das könnte er sein. Egal, dann gehen wir jetzt erstmal Mali entgegen, beziehungsweise suchen uns diese süßen kleinen Kaninchen da an Rand raus. Ja, da rennt Mali, aber die können wir auch später aufsuchen. Ich meine, wir müssen eh dann da rein. Und nicht, dass dann die Mission startet, dass wir da jetzt rein müssen und ganz lang nicht heimkommen. Feines Fell, eins haben wir. Da ist noch eins. Ich finde es aber schade, dass so wenig Gegner auf einen Fleck sind, weil es mir halt sehr wenig bringt. So. Ja, cool. Kriege ich ganz viel Kohle. Freut mich. Ich weiß gar nicht, ob es hier von eine verbesserte Version gibt. Irgendwie ein Verwirrungshäschen oder so, keine Ahnung. Ja, das war's dann auch. Ja. Dann den blauen Punkt, beziehungsweise gehen wir erstmal zu Liova. Ich habe keine Ahnung, wo diese wo der Wuva sich heute rumtreibt. Ganz ehrlich. Heute ist ein Dienstag, warum angelt der nicht? Liegt's am bewölkten Wetter?
sehe ich irgendwas auf der Map? Ist der Punkt des Wendern jetzt hier vorne? Aber das würde keinen Sinn machen. Naja, vielleicht steigt Liuba hoch, zieht Wuwa mit hoch, dann sehen wir ihn vielleicht auf der Map. Also, ich glaube nämlich, dass wir Dava auch auf der Map sehen, weil wir mit denen ja auch befreundet sind. Okay, aber ich würde einfach mal sagen, das war's dann mit dieser Folge und wir sehen uns nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Spannend hier mit My Time at Portia. Bis dahin, tschüss.